Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es eine Paprika-Hähnchenpfanne. Die ist natürlich wie immer super schnell und super einfach zum Zubereiten. Und was ihr dazu benötigt, zeige ich euch im nächsten Schritt. Deswegen bis gleich. So Leute, kommen wir zu den Zutaten. Und zwar benötigen wir 600 Gramm Geflügelfleisch in Würfel oder in geschnetzelter Form. Des Weiteren ungefähr so 300 bis 350 Gramm Paprikastreifen, das sind ungefähr 2 bis 3 Paprikaschoten. Was wir noch benötigen, ist ungefähr 300 ml fettarme Milch, ein Töpfchen Maggifix, Hähnchen-Paprikapfanne für den Geschmack und ja, verleiht dem Ganzen nochmal gut Pep und ist ohne Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder sonstiges, also kann man ruhig verwenden. Und zu guter Letzt noch etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer und eine kleine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. So, und dann kommen wir auch gleich zur Zubereitung. Und zwar erhitzen wir erstmal eine Pfanne mit etwas Olivenöl und im Anschluss daran geben wir dann das Fleisch da rein und braten erstmal ja, das Fleisch schön an. Ja, wie ihr nun seht, gebe ich schon die Paprikastreifen hinzu. Habe ich aus diesem Grund gemacht, weil die noch eingefroren waren und ich nicht wusste, wie lange die zum Auftauen brauchen. Ich würde euch aber empfehlen, das erst dann zu tun, wenn das Fleisch schon von allen Seiten angebraten ist und auch schon Farbe bekommen hat. Ja, wir lassen die Pfanne jetzt erstmal eine Weile so stehen und lassen das Fleisch und die Paprikastreifen etwas auftauen und bis gleich dann. Ja Leute, ein paar Minuten später sieht das Ganze so aus. Das Fleisch hat Farbe bekommen, die Paprika verliert an Wasser und jetzt ist der Moment, in dem wir den Knoblauch hinzugeben. Ich lasse ihn hier durch die Presse, damit er schön klein ist und sein Aroma entfalten kann. Und dann lassen wir den mit dem Ganzen nochmal anbraten und die Zwiebel geben wir aber auch gleich hinzu. Dann wird die noch ein bisschen angeschwitzt und ja, es schmeckt einfach besser. Und jetzt lassen wir das so erstmal noch ein paar Minuten stehen und dann kommen wir zu den weiteren Schritten. Ja Leute, wieder ein, zwei Minuten später geben wir dann die Milch hinzu. Ich würde euch aber empfehlen, dass in Schritten zu tun, nicht alles auf einmal, da ihr damit die Konsistenz der Soße selber bestimmen könnt. Bei mir war das Ganze am Anfang etwas wässrig und ich musste es dann später länger köcheln lassen, deswegen lieber nach und nach hinzugeben. Und dann warten wir wieder kurz, bis die Milch aufkocht und geben dann das Maggifix-Töpfchen hinzu. Und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Wir lassen das Ganze jetzt nochmal alles zusammen aufkochen und eine Weile auf dem Herd vor sich hin köcheln. Und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. So Leute, nun sind wir fast zu Ende mit der Zubereitung. Jetzt kommt noch ein Schritt und zwar würzen wir jetzt das Ganze nochmal etwas. Wir geben den Pfeffer hinzu und das Salz. Wer noch ein paar andere Gewürze reinhauen möchte, der macht das jetzt auch am besten. Und dann lassen wir das Ganze nochmal ein, zwei Minuten stehen, beziehungsweise wir machen einfach die Herdplatte aus und warten, bis das Ganze abgekühlt ist. Und dann könnt ihr euch das Ganze schmecken lassen. So Leute, also mit der Zubereitung vom Gericht sind wir durch. Ich lasse es jetzt im Hintergrund gerade eben noch eindicken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch schmecken und gebt uns doch einfach mal vielleicht ein Feedback, damit wir wissen, wie es bei euch ankam. Deswegen, ja, macht's gut, bis dahin, ciao.